Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:30 Uhr. Mein Name ist Trading Box ausgeführt. Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, meine lieben Damen und Herren, auch im Club. Jetzt habe ich die YouTuber mit reingeholt. Die erste Box, die wir heute hier platzieren, ist tatsächlich eine Blue Box. 17,5 Punkte. Das bedeutet vom Regelwerk, sie ist kleiner als 30 aktuell auf dem Minutenchart. Insofern dürfen wir diese Box traden. Ja, das heißt, wir gehen long 13.934, short gehen wir bei 13.917. Hier liegt auch der Daily Pivot und ja, Big Number liegt bei 13.900. Wir haben immer noch von Montag, glaube ich, ein Gap nach oben offen. Das sehen wir hier oben 14.100. Ja, und das ist so die Range 11., 12. und heute 13. Die haben aktuell, wenn wir uns das betrachten, 199 Punkte am Montag gehabt. Gestern haben wir 150 Punkte gehabt. Also alles, auch wenn es ruhig war, alles im Bereich. Die Durchschnitts-Average-Bewegung im DAX sind 120 Punkte in den letzten, ja, 10, 15 Jahren hier im DAX. Insofern sind wir in der Normalität so mehr oder weniger angelangt. Schauen wir mal, wie der Markt sich heute, wie gesagt, bewegt. Das also der erste Trade und wir sind auch direkt ausgeführt. Die Blue Box ist also die erste Box und der erste Trade des Tages. Das ist jetzt amtlich. Wir gehen long bei 13.934. Gewinnziel liegt bei 45 aktuell. Wir bleiben aber einmal auf dem Blue Box Chart und schauen uns gestern die Blue Boxen an. 18er hier, das war aber auch schon ziemlich spät. 34 ist zu groß. Eine 18er hier, das war nach der Sprechstunde sauber in den Gewinn gelaufen. Ja, 28er ist hier im zweiten dann in den Gewinn gelaufen. 36er war zu groß. Das heißt, wir haben gestern nicht so viele kleine Boxen gehabt. Und nach wie vor bleibt die Treffsicherheit für diesen Trade sehr, sehr hoch, gerade was den ersten Trade betrifft. So, die grünen Boxen, die Vola-Boxen. Ja, sehen wir hier auf dem 5-Minuten-Chart. Da gab es eher gestern Nachmittag hier eins raus. Denn hier nochmal ein Trade. Ja, also da gab es den einen oder anderen Trade erst eher am Nachmittag. Wir blicken einmal auf die aktuellen Vola-Boxen, wie sie heute dann reinkommen. So, das heißt, wir sehen hier, aktuell würde die Vola-Box reinkommen bei 14.007 zu 13.992. Das ist die jetzt am dichtesten dran ist. Also da bleibt noch ein bisschen. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Gut, wir sind long 38,39. Unser Trade geht bei 45, wie gesagt, aus den Rennen raus. Wir gehen in den DAX, schauen uns den Tageschart wie immer morgens an. Ja, rot. Rot und unentschieden. Ja, die Kerzen sind nicht richtig short, nicht richtig long. Also so wie die zweite Januarwoche jetzt hier gestartet ist. Also alles so ein wenig unentschieden. Wir haben immer noch die rote Sonne da. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir hier oben ein Hoch haben. Und für einen Short Trade reicht es nicht aus. Wir brauchen da mindestens Kurse um die 13.737, um dort short einzusteigen. Wechseln wir den Markt und gehen rein in den sehr volatilen Bitcoin, der jetzt diese Woche das Tief abgebildet hat bei 30.300 und jetzt wieder fast 4.500 Dollar höher liegt. Auch hier gibt es noch kein richtiges Short Setup. Bleiben wir bei diesem Bitcoin und wechseln dann hier noch mal klassisch einmal auf Gold. So. Dann liegen wir bei Gold bei 1861 und wir sehen hier auf Tagesbasis, wir liegen auf dem 200er gleitenden Durchschnitt, der als Unterstützungslinie
Zone aktuell dient. Und das würde bedeuten, bei 1817 ist bei Gold jetzt erstmal so eine Unterstützung. Wenn wir das auf Weekly-Basis uns anschauen, ja, haben wir den 50er, 100er und 200er hier unten. Wenn wir die Fibonaccis ziehen von links nach rechts, dann sehen wir 23 und 38er Retracement zur Kurserholung wäre dann bei 1725. Bringt uns das ein Stückchen weiter? Nein, es dient ja einfach nur mal, einen Überblick sich zu verschaffen. Nasdaq, also alle, die amerikanische Technologiewerte im Depot haben, ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Also Nasdaq, und dann gehen wir in den S&P 500. Auch der steht nach wie vor ganz oben an der Spitze des Berges. Ja, S&P 500 bei 3809. Und Dow Jones zum Schluss bei 31. Auch hier sehen wir alles sehr, sehr bullisch. Wir sind hier aus dem Corona-Tief oder aus dem Corona-Hoch hier vor dem Corona komplett oben ausgebrochen. Und the sky is the limit. Das Ding ist long, long, long und macht aktuell zumindest keine Anzeichen für eine etwas größere Erholung, sondern da wird gekauft. So, Boxen sind platziert und dann warten wir jetzt, bis der Trade entweder in den Gewinn läuft oder wir in die Gegenrichtung laufen. Die nächste Big Number wäre dann bei 13.900 oder eben halt im oberen Viertel bei 14.000. So, 47 Sekunden noch bis zum Start. Wir sind im ersten Trade und sind in der Blue Box. Also 17,5 ja, Box haben wir jetzt als erste Box genommen und wir schauen gleich auf die linke Seite, wie dann die grünen Boxen, die Vola-Boxen mehr oder weniger reinkommen für die im Club, die auch eventuell einen Hedge-Auflösungstrade machen. Wir sehen jetzt zweiter Trade bei den Blue Boxen. Daily Pivot hat jetzt erstmal gehalten bei 9,17. So, und es geht los. 9 Uhr. Die Vola-Boxen unten 13.884. Die Vola-Boxen oben liegen bei 14.007. Und wir sind im dritten Trade in der Blue Box. 17,5 Punkte benötigen wir hier für diesen Trade, um den Trade in den Gewinn zu bringen. Nicht ganz 17 jetzt aktuell. Jetzt im vierten Trade angepasst und gehen jetzt unter den Daily Pivot. Vierter Trade. Wir wären jetzt im Gewinn, lassen den Trade aber jetzt ein wenig laufen und haben die 84 mal als Zielmarke für den Daily Pivot, für die grüne Box. Also wer hier den Trade angesetzt hat, gestrichelte Linie ist raus eigentlich. Also wer die Blue Box getradet hat, ist im vierten Trade raus. Und wir schauen jetzt mal, ob es hier nochmal einen Abgabedruck gibt, ob wir nochmal unter 13.900 kommen. So, unser Trade Blue Box läuft in unsere Richtung, 93, 90. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns unterhalb dieser 13.900er Marke etablieren. Dann wäre sicherlich die Zielmarke die linke grüne Box dort. 0,02 sind wir jetzt vorne im Trade. Der Trade ist also jetzt im Gewinn
aber noch haben wir ihn nicht geschlossen. Es ist 9:22 Uhr und wir sind im fünften Trade. Und jetzt schauen wir uns mal die Dynamik an, ob das jetzt schnell nach oben geht. Ansonsten gehe ich hier raus. Wir haben diesen Schwung nach unten gehabt im vierten. Wir haben jetzt das Verlaufshoch von heute Vormittag. Lag hier bei 39. Gucken, ob wir da rüberkommen. Dann die nächste Zielmarke. Sehr schön zu sehen. Die 14.000er Marke. Dazu muss er aber rüber über einige kleine Widerstände, die wir im Markt temporär erstmal haben. Ja. So, wir drücken auf angepasst, wenn wir der Meinung sind, Klaus-Peter, der Markt schaukelt sich so ein wenig auf, wie jetzt auch. Und dann gehen wir auf angepasst. So, wir sehen jetzt eine neue Box Orange dort reinlaufen. Und der Markt, wir sehen es hier, schafft erstmal temporär nicht die Bewegung nach oben. Und driftet hier nochmal Richtung Süden ab. Normalerweise, Klaus, wäre der Trade, da hast du absolut recht, zweimal schon hier an seinem Gewinnziel rausgegangen. Aber wir versuchen. Ja, wenn der Markt sich ein wenig aufschaukelt und nicht direkt im ersten Trade in den Gewinn läuft, die Möglichkeit auszunutzen, dass es zu einer etwas größeren Bewegung kommt. Das war bis jetzt hier nicht der Fall. Und jetzt schauen wir mal, ob er jetzt nochmal in Richtung Süden läuft. Wir sehen eine blaue Box jetzt. Und wir gehen in Verlängerung in den sechsten Trade. Und der Daily Pivot liegt bei 17. Wir müssen unter 17 wieder kommen, unter dem Daily Pivot. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt schauen wir mal, ob es schneller nach unten geht, als es hochgeht.
Ob jemand jetzt hier auf den Fahrstuhl gedrückt hat, auf Erdgeschoss oder nur dritte Etage. Okay, Kinjun Sen, würdest du nicht aussteigen, Georg, sondern würdest du, wenn, ein Gegensignal traden? Nach wie vor. Und das Gegensignal ist auch nicht da. Jörg, du solltest wirklich nochmal sich dir die Strategien anschauen. Es gab hier kein Gegensignal, keine Gegenberührung. Ja. Ich will nicht unhöflich erscheinen. Genau, keine Berührung ist kein Gegensignal. Okay. Wir gehen Richtung Süden und das Aufmerksamkeit liegt jetzt nirgendwo mehr anders als auf unseren aktuellen Trade, dass wir den jetzt sauber nach Hause bringen. So, Landeanflug. Aber noch ist der Flughafen hier Fuhlsbüttel noch nicht frei. Wir können noch nicht landen. Insofern müssen wir noch oben Kreise machen. Und für alle Damen und Herren, die Herzstörung haben, die nervös werden, wo die Maus jetzt schon sehr nervös ist, haben die Möglichkeit, jetzt natürlich auszusteigen. Und alle, die jetzt mit mir mitgehen wollen, wir haben auf angepasst gedrückt, wir liegen jetzt mit 0,02 vorne und wollen die Chance nutzen, 0,05. Jetzt 0,010 die Chance nutzen, dass wir hier etwas mehr mitnehmen. Wir waren eben schon bei 0,10, das ist ja unser Tagesziel. Und 0,06. Vierundachtzig ist die nächste Volabox. 0,08. Und ich gehe raus, 0,12%. Jetzt geht es nochmal weiter Richtung Süden, aber wir haben unser Tagesziel erreicht und die Polarbox geht nach unten noch mal rein. Oh la la. Jetzt gebe ich mal rüber zu Christoph. Wie sieht es bei dir aus? Genau, obere Box ist draußen, die untere braucht hier noch so 15 Punkte, 10, 13 Punkte ungefähr. Lasse ich laufen. Wenn sie ein Stück näher rankommt und sich dann in der Vola-Box eine Umkehr andeutet, gehe ich hier vielleicht auch raus. Die Oberbox ist ja schön rausgelaufen mit dem kompletten Gewinnziel. Dann nivelliert sich das ein bisschen aus. Wir sind unten im fünften Trade. 6., 7., 8. kann man natürlich auch noch machen. Ja, ich sage auch hier YouTube, ja, ihr habt das gesehen, heute mal mit einem wenig Verlängerung, weil die Box ein bisschen größer war. Wir haben über 0,1% von unserem Depotzuwachs hier gehabt. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, immer wenn wir ein Trade den ersten in den Gewinn laufen, das ist ein relativ kleiner Gewinn. Aber wenn sich der Markt aufschaukelt, wollen wir dann auch die Chance nutzen, die Möglichkeit nutzen, mehr mitzunehmen. Das konnten wir jetzt hier, denke ich mir, sehr gut live demonstrieren. Ich wünsche euch allen noch gute Trades. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Und wenn ihr aber bei uns Gast sein wollt, kann ich nochmal den Aufruf starten. TradersClub24.de auf die Homepage Gastzugang. Dann könnt ihr 30 Tage mit uns gemeinsam traden, denn wir machen jetzt hier weiter. Also bleibt gesund, bis morgen.